Oh, ja, ich glaube, so finde ich es besser. Okay, wir gehen rein. Samus Wild Teams, Geheimwaffe, Folge 11. Ich kann jetzt den Puls mal kurz ausmachen. Jetzt wird es ja mal kurz entspannt. Bam. Outdoor-Abenteuer und Der Martin! Ist Martin nicht schon draußen? Huch. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, perfekt. In der letzten Folge hat ein Telefon geklingelt, dass nochmal jemand rausgeht jetzt, oder? Kann das sein? Oder gab es keinen Cliffhanger? Ich bin mir unsicher. Und Wildniswandern verlangen eure Haut einiges ab. Und damit ihr nicht so aussieht wie nach 14 Tagen Kanada, habe ich hier was für euch. Die Hydra Energy Serie von L'Oréal Paris Men Expert. Der Oh, und das nehmen wir mit in die Wildnis oder was? Das ganze Pack? heutige Dafür ist aber kein Platz in der Flasche gewesen, Partner der Martin. Folge. Das Duschgel ist der Startschuss. Damit frischt ihr euch erstmal richtig auf. Dann kommt das kühlende Reinigungsgel für den ultimativen Frischekick am Morgen. Perfekt für deine Okay, Bedürfnisse und okay. Gesichtspflege ab. Eins in Deutschland für Männergesichtspflege. Koffein. Vitamin C und 24 Stunden Feuchtigkeit. Außerdem, Wow. für alle, die raus müssen, gibt es seit 2023 die Hydra Energy Serie mit Lichtschutzfaktor 15. Perfekt für alle Sonnencremer Wow, unter wow, euch. Und wenn ihr wow. mal nicht genug Schlaf abbekommen habt, dann haut euch den Augenrollern auf. Der hat Vitamin C und Koffein gegen Augenringe und Falten. Da ist gar kein Kaffee mehr am Morgen nötig. Damit habt ihr eure Pflegeroutine im Griff und Oh, seid ready doch, fürs Kaffee Abenteuer. wichtig. Egal, wo es euch hinzieht. Also holt euch die Hydra Energy Serie von L'Oréal Men Expert. Boah, diese fette Krabby. Seht ihr das, was das an Energie geben wird? Die letzte Folge war echt geil mit dem Festmahl. Da haben Knossi, Sascha haben Fische gefangen, irgendwie so 5 Stück. Kevin und Dominik haben wieder ein bisschen Motivation gehabt und die Riesenkrabbe wurde gefangen. Seitdem wir das Wasser trinken, ist es uns schlecht und ich habe so. Ach ja, stimmt. Nee, nevermind. Dominik ging's gar nicht gut. Da ist noch einer! Guck mal, so eine schmale Scholle! Eine Scholle! Eine schmale Schule. Die Jungs, ey. Ach ja, und Jan war ein bisschen Da beißt nichts am an. Ungeduldsmeckern. Ja, geht mir auch so, Flint. Also seit der zweiten Staffel gefällt es mir Ausgesetzt echt in gut. der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel: 14 Tage überleben. Gleich kommt wieder, boah, ist das rough, ey. Willenskraft wie Wie Wolf. Wolf. So langsam kann man's. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ich frage mich, ob jetzt so in den letzten 6, 5 Folgen so ein Moment kommt, wo es den Mädels mal nicht so gut geht. Weil immer, wenn die zugeschaltet werden, da ist immer alles toll. Das ist so krass. Hey, Bier! Das Bernspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert, Naturensöhne. mein Freund. Fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Oh, Bär. Boah, ist das rough, ey. So eine Scheiße. Das ist so krass, Digga. Come on, yeah! Ihr könnt stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival. Geil. Seven versus Wild Team. Oh, wer war jetzt schon draußen? Natursöhne, die Naturensöhne und Fritz und Martin, ne? Das heißt, wir haben noch 5 Teams. Was denkt ihr, wie geht es als nächstes? Ich glaube irgendwie als nächstes. Ich glaube Jan und Joey, weil Jan so ein bisschen die Meckermaus ist gerade. Und er Hunger hat und dem ging es ja nicht so gut. Dominik geht es auch gar nicht so gut. Der Mann hat Sodbrennen. Bei den Mädels ist immer alles gut. Ich bin sicher, die Mädels machen das bis zum Ende. Die beiden auch. Knossi und Sascha, die leben das, die fühlen das. Also die Teams immer gute Laune. Dominik und Kevin, glaube ich, dass sie das immer noch machen. Ich glaube, die schaffen das. Hier habe ich das Gefühl, passiert irgendwie noch was Dummes.
Ich weiß nicht warum, obwohl ich sagen muss, die machen auch sehr gut mit. Die machen das voll gut, auf jeden Fall. Ich bin auch voll beeindruckt von dem Shelter, die gebaut haben. Und ja. Meckermaus Jan. Ich bin ein Star, holt mich raus. Dschungelcamp, ey. Zurück am Shelter. Ey, der hat gesagt, wir sollen jedes Mal die Box zumachen. Wir lassen sie immer offen. Ah, die braune Plöre. Echt? Das ist Zweckentfremdung. Wir haben unsere Vorrichtung gebaut. Hier hinten haben wir das Dreckswasser. Das wird gleich abgekocht mit den Steinen, die hier liegen. Dann wird das Wasser hier reingefüllt. Wie heißt eigentlich die Folge? Geheimwaffe. Wird dann einmal ein bisschen gefiltert, damit ein bisschen die Kohle und der Scheiß raus ist. Dann kommt es hier rein. Da tun wir gleich Maggi rein und dann machen wir uns eine richtig geile Brühe. Wir haben hier ein bisschen Holz vorbereitet. Boah, Maggi. Ist hier immer zu sehen. Dann tun wir immer größer und größer. Sieht professionell aus. Sieht krass aus, ne? Ja, echt. So. Das ist ein bisschen krampfig. Wir müssen da leider mit der Buschbox arbeiten, sonst hätten wir halt ein größeres Feuer schon längst. Ja, es wäre viel einfacher, mehrere Steine zu erhitzen und die Buschbox. Viel einfacher. Und so müssen wir die jetzt halt so krampfig reinlegen und dann müssen wir irgendwie unten Feuer die krampfig wieder rausholen irgendwie. Ja, krass, Alter. Giga krampfig. Aber wir kriegen das hin. So, hier hatten wir gestern, hatte ich schon angefangen, Entschuldigung, hier eine Schale draus zu machen. Das werde ich heute weitermachen, aber ich habe das letzte Mal null angeschnitzt, werde das vielleicht ein bisschen mit dem Messer jetzt noch anschnitzen. Das, ich habe gleich gezeigt, hier, das habe ich gestern schon reingebrannt mit Kohle und Pusten. Ich werde das jetzt noch ein bisschen schnitzen, dass die Kohle besser reinkommt und das Holz mehr angreifen kann. Oh, guten Hunger, Katze. Und am Ende machen wir dann irgendwie hier einen Schnitt mit der Säge, auch wenn das anstrengend wird. Und dann haben wir eine schöne Schale. So, wir machen jetzt Brühe damit. Wurde die Uhrzeit gesagt? Wie spät ist es jetzt dort? Wow, jetzt ist es, jetzt. Wahrscheinlich morgens, oder? Also wenn du sagst, dass das sind 60 Grad, dann bist du ein scheiß Labersack, Alter. Es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Es ist heiß genug. Es siedelt immer noch auf dem Stein, das ist ein krasses Zeichen. Obwohl der Stein jetzt schon so lange drin ist. Mehr, gib ihm. Ja, ist wirklich eine gute Idee mit der Brühe auch. Nicht auf meine also, Hände, es war so eine gute Idee, Brühe mitzunehmen. Da ist noch mehr drin. Ist das heiß, das kocht, das ist richtig heiß, Max. So, da kommt jetzt unser gefiltertes Wasser raus. So ein bisschen gefiltert zumindest. Zumindest so gefiltert, weil hier drinnen schwimmt überall Asche von den Steinen, ganz ekelhaft und Dreck und Sand. Und Holz, dass das raus ist. Achso, so, du meinst, du ist jetzt okay, aber trotzdem Brühe, gute Idee von den Jungs. Toll. Wir haben keinen Wasserfilter. Fritz und Martin gehen einfach an den braunen Fluss und trinken da. Fritz und Martin sind schon an der Bar mit Dave. Das sage ich jede Folge. Die Brühe ist fertig. Huch. Ich nehme die mal raus. Die trinken wir. Willst du den ersten Schluck? Ich würde gerne erstmal schauen, wie die so. Die ist schön warm. Das ist unsere erste warme Brühe. Nicht auskippen. Warum nimmst du die in einer Hand und läufst da so komisch rum? Wow, wow. Warum machst du das? Ich trinke jetzt, okay? Ja. Boah, der Rauch zieht immer jetzt zu dir rüber. Oh, was machst du? Das macht mich so fertig. Das machst du immer. Brühe. Team. Braun und Brün. Braun und Brün ist angekommen. Boah, stimmt. Stimmt, es ist wirklich Team Brün und Braun. Jetzt haben sie beides gemacht. Shake das nochmal ein bisschen da drin rum. Ist geil? Ist toll. Ist toll? Mhm. Schmeckt ein bisschen. Der ist noch ein bisschen fest an der Seite, wo wir es reingefüllt haben. Shake ja, ich weiß, aber was soll ich da machen? Wenn du so im Kreis. Da steht eine Uhrzeit drauf. Die haben doch eine Uhrzeit auf diesen Trackern. Da steht 20.09 Uhr und stimmt das aber? Entweder ist es eine Minutenzahl oder ist es die Uhrzeit. Da steht 20.29 auf diesem Tracker. Also gibt es ja doch eine Uhrzeit. Wie man es macht, ja so. Wurde das gesagt am Anfang der Folge? Das wird nicht, das wird nicht mehr. Okay, ich wusste, dass du nicht kannst. Trink einfach. Nee, es wurde gar nicht gesagt diesmal. Ist sie intensiv genug? Ach, es ist immer eine falsche Uhrzeit. Ehrlich? Weil ich denke mir gerade 20.29 Uhr wäre es ja bestimmt schon dunkel, oder? Weil die sind noch das eine Mal übelst früh pennen gegangen. Da war es irgendwie so 18 Uhr und es war schon dunkel und die Mädels sind pennen gegangen. Ich weiß nicht, du kannst auch gleich gerne mal probieren. Ich würde sagen, ja. Die war guten Hunger. Toll. Schmeckt gar nicht, schmeckt sich auch nochmal. Ey, die Situation ist so surreal. Wir sitzen hier in einem ultra dichten Nebel. Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Okay, falsche Uhrzeit. Offen im Pazifik. In fucking Kanada. Mit einer Brühe. Wir kochen uns Knorr und Maggi-Brühe mit braunem Sumpfwasser. Ohne Kochtopf. What a time to be alive, Mann.
Mehr wollte ich. Das war alles, was ich von Seven vs. Wild wollte. Ich hab's auch, ich habe es gerockt. Ich bin so zufrieden. So hält man's okay, auch. Das soll nicht wissen, wie spät wieder, ist, es ja. Sind super viele am Play. Man kann viele Sachen besser machen. Vielleicht konnten wir noch diese roten Beeren essen. Vielleicht sind das echt unreife Blaubeeren. Vielleicht gab's hier eine essbare Pilzform. Vielleicht hättet ihr den Frosch gegessen. Keine Ahnung. Der wie viele Tage ist das jetzt eigentlich? 5? Da Sechs? Kennen wir uns nicht aus. Wir haben uns nicht auf den Sumpf vorbereitet. Aber wir sind super happy. Wir sind super happy, wie es bisher läuft für uns. So, wieder eine riesen Portion Brühe. Team bauen und brühen. Und brühen, Team bauen und brühen. Das tun wir den ganzen bauen Tag. Und brühen, bauen und brühen, bauen und brühen, bauen und brühen. Schade, ich hab gedacht, du machst mit. Auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Das ist bisher der geilste Abend. Ich glaube, so gut wie jetzt ging es uns seit der Aussetzung... Seven vs. Wild! Boah, krank. Seit der Aussetzung ging es bisher uns noch nicht so gut wie jetzt. 11. Aber es wurmt mich unglaublich, dass wir keine Fische kriegen. Selbst wenn da hinten 600 Meter in die Mangroven rein ein perfekter See zum Angeln wäre, das ist lebensmüde, da lang zu laufen. Oh, mal gucken, wie es Jan geht. Oh, Backflip? Oh, anscheinend besser. Oh, ich brauche mal wieder so What the fuck von Joey. Kam nie wieder. Was war das für ein Flip? Vorwärtsseite mit einer halben Schraube. Also vorwärts, genau. Barani nennen wir das. Barani. Nicht schlecht. Oh. Trotz der, sag ich mal, Durchfall. Weil kein Essen haben wir. Ist er in der Lage, halt trotzdem diese Überschläge zu machen. Oder? Ja, bin mal gespannt, wie lange das noch geht mit den Saltos. Aber gut, bin froh, dass das heute gut gegangen ist. Oh, Tag 5, guck mal. Tag 5, 22 Uhr. Wenn es jetzt 22.46 Uhr ist, könnte es dann doch stimmen, dass auf diesem GPS die 2029 gestimmt hat, die Uhrzeit? Aber jetzt geht da die Sonne unter. Noch einen Tag geschafft. Verstehe ich nicht ganz, naja. Ja. Tag 5 haben wir rum. Wir gehen jetzt pennen. Hier in unserer Strand-Luxusvilla. Mal gucken, wie morgen Tag 6 wird. Ich hoffe, oh, ich glaube, so eine Woche schafft bestimmt jeder, oder? Besser für mich. Außer man verletzt sich oder so, aber ich glaube, eine Woche ist drinne. Zu zweit zumindest. Ja, wir sollten uns nicht so lange auf die Uhrzeit versteifen. True. Würdest du es schaffen? Eine Woche mit jemandem zu zweit bestimmt. Aber auch nur, wenn ich Brühe dabei hätte. Zwei Wochen glaube ich nicht, bin ich ehrlich. Aber so eine Woche würde ich vielleicht schaffen. Alleine auch nicht, nee. Mm-mm. Alleine würde ich keine Woche schaffen, auf gar keinen Fall. Mm-mm. Mit Chat. Chat würde ich mitnehmen, dann vielleicht. Also, guten Morgen. Aber nicht komplett alleine, nee. Die Isolation wäre zu heftig für mich. Gut. Gut. Freuen uns sehr, weil ich bin heute Nacht pinkeln gegangen. Ich gehe raus, du hast gar nichts gemerkt, gell? Der Wolf kam auch nie wieder, ne? Nee, ich gehe raus, da vorne, wie immer, ja. Und es regnet. Regnet mich richtig an. Ich denke, wie es regnet. Bin hier raus, hat geregnet. Unser Shelter ist dicht. Wow. Krass. Stark. Krass. Es hat geregnet. Geil. Und nichts ist nass geworden. Man sieht es noch woanders, da ist alles noch nass. Auf der Kiste ist alles nass. Wir sind einfach trocken. Das ist stark. Wow. Was ist passiert? Oh. Triggerwarnung, Blut. Oh mein, richtig im Modus, seh den Schwarm. Dachte, ich muss uns das Essen rausholen. Stürzt sie richtig rein. Spinn. Der Fisch? Oh mein Gott. Alles nass. Komplett bis hierher durchnass. Und genau heute ist es so kalt, Alter. Fuck. Oh, shit. Egal, ist nicht schlimm. Gut. Wie war es nochmal? Kalium? Irgendwas? Knossel, kümmert sich. Voll stark. Jetzt ums Feuerholz. Ja.
Ich spalt alles. Wir gehen mal sehen, wie die andere Verletzung aussieht jetzt, wo er das Zeug drüber gekippt hat. Sachen werden dann aufgehangen. Dann schauen wir mal, wie gut das trocknet. Menschenskind, Sascha. Aber stell mal vor, du wärst wirklich mit dem Kopf auf so eine Klippe gefallen. Ja, Wahnsinn. Wir gehen nicht mehr alleine. Wir gehen nicht mehr alleine. Ja, wir trocknen das jetzt da. Für die Schuhe brauchen wir noch eine bessere Lösung. Die müssen wir noch auf dem Stock aufspießen. Boah, die Socken, die sehen übel stinkig aus. Das Wasser auch abfließen kann. Aber die Hosen werden relativ schnell trocken. Die Socken so mittel und die Schuhe ganz schwierig. Hm. Das wird ganz schwierig. Oh, das wollte ich so abpacken. Staffel 3 ist eine lange, lange Reise. Bleib mal einfach. Ja, du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Knossi, ey. Ich habe zweite Staffel nie weitergeguckt, ne? Voll schade. Irgendwann habe ich aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Obwohl ich Staffel 2 irgendwie geiler fand, ein bisschen irgendwie. Machen das erstmal hier alles wieder trocken. Du kannst nirgends hingehen. Ich fand die ein bisschen spannender, muss ich sagen. Es ist Körperwärme. Vielleicht schaue ich die irgendwann nochmal. Wir ziehen durch, wir halten durch. No fucking excuses, wir ziehen wirklich durch. Wir ziehen durch. Ja, ne, alle Staffeln nochmal anschauen. Wir sind jetzt ein paar Stunden out of the order. Vielleicht mache ich das wirklich. Wir müssen jetzt hier drin bleiben. Hätte schon Bock. Richtig uns erwärmen. Ja. Mit Kuscheln, mit alles. Komm her. Oh. So, heute ist mal deutlich kälter. Zum ersten Mal habe ich Jacke an, T-Shirt. Irgendwie ist das voll Max seine Farbe, finde ich, oder? Ich habe das, glaube ich, schon mal in der ersten Folge gesagt. Ich finde dieses, was ist das? Grün, Khaki, das steht Max richtig gut. Und dann noch mit der Brille. Schlauchschal. Mit euch zusammen? Ja, wenn ihr Bock habt. Olivgrün. Ah ja, stimmt. Max oder Maxi eigentlich? Ich glaube, ich sage es immer anders, oder? Olivgrün ist voll die Farbe von Max. Gestern nicht weiterkam. Steht ihm sehr gut. Weil es da so steil runterging. Aber es ist gerade Ebbe, das heißt, wir können unten an den Steinen langlaufen und wollen mal da ganz hinten um die Ecke gucken. Und ich meine auch bei der Aussetzung war ganz weiter hinten um die Ecke so ein Riff, wo so 20, 30 Seelöwen gechillt haben. Vielleicht schaffen es Max und Romatra auch bis zum Ende. Ich finde, die schlagen sich eigentlich echt gut. Flusswasser. Und es ist so kalt draußen, wenn ich da drin meine Hand halte, dann wärmt meine Hand sich auf. Okay? Oh. Ja, das stimmt. Haben wir schon gesagt mal? Meine Hand wärmt sich in dem Wasser auf. Das ist ein Fluss. Das ist ein Fluss. Der soll nicht wärmer sein als draußen, wenn es kalt ist. Der ist richtig das warm. Ist so ekelhaft. Der ist richtig warm. Fuck, Max. Krass. Also wirklich, wir hatten keinen Tag. Kein Tag war wärmer. Selbst als wir hier 15 Grad oder so hatten, war es hier wärmer als dieser Fluss. So, das ist der, Mikroporte-Strang. Mikroporte-Streifen. Der letzte. Also von dem Streifen, wir haben glaube ich nur noch einen Streifen oder so. Oh, und dann bloß noch abkochen. Stopp. Einmal rein. So, lassen wir das hier stehen. Wir haben am ersten Tag zwei in eine volle Flasche gemacht. Jetzt machen wir einen Liter, eine Tablette, wie vorgeschrieben. Ist der Streifen echt leer? Ist leer. Scheiße, der geht dann doch schneller leer als gedacht. Ey, das sind das? 2, 4, 6, 8. Nur mitgenommen, weil wir noch Platz in der Flasche hatten. Wir waren uns so sicher, dass wir jeden Tag abkochen. Ja gut, ist nicht viel, ne? Kochtopf, und den haben wir nicht. Also auch Dominik und Kevin hatten so wenig davon mit, ne? Also super, super wenig. Ich glaube aber auch dass ich mal einen Stream von Kevin geschaut habe, wo er auf Server Suicide reacted hat. Und er meint, er hat sogar noch diese Wasserfilter-Tabletten an die beiden abgegeben. Dramix heißt mit vollem Namen Maximilian Alexander Kurt Stemmler und Romatra Wieland Emilian Welte. Krass. Wow. Scheiße. Das sind lange Namen. Also eine leere Packung Mikroporte bricht mich. So, heute laufen wir weiter denn hier in diese Richtung. Und wir laufen unten lang. Gestern waren wir da oben. Da ging es dann nicht mehr runter. Und es muss ja noch der Moment kommen, wo Max seiner Freundin den Verlobungsring schnitzt. Jetzt haben wir so diese Realisation von wegen, wenn ich hier rauskomme, mache ich meiner Freundin einen Antrag. Der Moment hoffe ich, dass der auf Kamera ist. Jetzt können wir, glaube ich, hier unten lang gehen. Wo ist cooler? Hier durch? Alter, wie viele Krebse. Nee, hier geht's nicht durch. Hier ist ein Ebbebecken. Oh Mist, aber hier auch. Ob man hier nicht weiterkommt, das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht.
Alter, wie cool. Oh, das ist aber auch cool. Cooler Unterschlupf. Da oben standen wir drauf, das war unsicher. Oha. Krass, wir sind so weit wie noch nie. Yep. In diese Richtung. Und da fehlt mir wieder die Karte. Oh, schnell. Hier, jetzt kommt erstmal chillig Strand. Ey, wir machen so Strecke jeden Tag. Wir sind so am Laufen und Erkunden und nach Bären suchen. Aber vielleicht kommt da hinten auch irgendwo ein krasser Fluss nochmal oder so. Die Hoffnung, wir geben nicht auf. Alter, hab ich Strecke gemacht. Unser Sumatra. Da ist unsere Bucht. Ah, okay. Da waren wir gestern, als wir so weit gegangen sind, sind wir noch nie in die Richtung. Und da kommt eine neue Bucht. Riesig auch nochmal. Okay. Das ist hier nur ein kleines Stück Steilküste. Das ist nur ein kleines Stück. Zurück und die Ufer abchecken nach weiteren Bären. Zeig mal die Ausbeute an vor diesem ultimativen Riesenmarsch. Ah, die sind alle noch rot und nicht reif. Lecker, weiter geht's. So, zurück in unserer Bucht. Am Ende war die Ausbeute nochmal gut, aber quasi halt nur von unserem sowieso Bärenlager, was hier um die Ecke hängt. Ey, hier ist auch wir wissen, dass Plörre es in die Richtung deutlich weitergeht, wenn keine Flut kommt. Und in diese Richtung geht's krass weiter. Das ist gut. Ich gebe nicht auf, dass wir irgendwann einen See finden, der kein Sumpfsee ist hier auf dieser Insel. Oder ein anderes Team. Oder ein Fluss, der Fischbestand hat. Ich bleibe optimistisch. So. Sicher, dass in dem gar nichts ist, wo die waren, wo es so flach ist? Sind beide wieder in unserem Shelter. Vielleicht sind da Frösche oder so. Der Marsch war schon gut anstrengend. Aber wenn man danach wieder eine Stunde pennt, dann geht's eigentlich wieder. Das ist unsere Taktik, das ist unsere Tagesroutine. So, wir holen jetzt Grünzeug, um die Löcher in unserem Haus zu stopfen, weil es ist richtig kalt geworden. Ja, frische Lecken, ja, zum Beispiel. Wir merken, dass der Wind so richtig durchpfeift. Und deswegen holen wir diese Art von Pflanzen als Material, um oben im Dach alles zu dichten, dass der Wind nicht durchpfeift. Wir haben hier, wie man sieht, ein Loch, wo der Wind durchpfeift. Hm. Und das müssen wir zuballern. So, hey, Lunatic, Zuckernase, wie geht's dir? Kein Wind mehr durchgeht. Na? Weil dieser Zug. Und hier haben wir noch ein Loch. Wie ist es? Da vorne. Und ist auch ein geiles Shelter. Und die müssen zu werden. Dass wir dadurch, und wenn das nur 5% weniger Wind ist, was bei uns durchgeht. Also ich muss sagen, Joey hätte ich auch völlig in der zweiten Staffel gesehen. Auf Panama, das hätte mich unnormal interessiert. Das ist 5% mehr Lebensqualität, die wir schaffen. Das ist krass. Und quasi, weil wir haben die Nacht beide gefroren. Oh. Es hat auch geregnet, genieselt. Döschen-Shirt. Die Schlafsäcke waren zur Hälfte nass, weil der Wind vom Meer, wie man sieht, der knallt hier durch, weil ja, wir kriegen momentan West-Nord-Wind. Oh, schönes Wochenende, Lunatic. Ich habe ab morgen Urlaub. Ich habe morgen nochmal Frühschichten, dann habe ich Urlaub. Das ist Wochenende, nicht Urlaub. Dann habe ich Wochenende, den Sonntag. Kalter Wind. Boah, ist schon wirklich gut gestorbt. Ja, ja, ja. Schön auch mit dem Blümchen. Ein Unterschied. Mehr Material holen, ne? Ja, wir brauchen mehr Material. Wir brauchen mehr Material. Jetzt redet der Jan auch wie ich. Nicht über Blumen, sondern über Ressourcen, Material. Ressources. Das ist unser Badezimmer, scheinbar. Lerne ich jetzt auch erst nach 6 Tagen zum ersten Mal kennen. 6 Tage weder Zähne geputzt, oh, noch
Das würde mich abfacken. Ich hätte irgendwie irgendwas mitgenommen, damit ich einen frischen Atem habe. Irgendein frisches Gefühl, weil ich hasse das, wenn man seine Zähne nicht geputzt hat. Dieses Gefühl im Mund. Hände noch Gesicht gewaschen. Man hätte ja auch so eine, haben bestimmt auch ein paar gemacht, so eine Hundezahnbürste oder so mitnehmen können, die du so auf den Finger steckst und dann. Oder ich glaube, es gibt sogar oder? So kleine Zahnbürsten. Knossi hat auch sowas im Mund gehabt. Waschsalon. Ja. Na gut. Dann werde ich mir das jetzt wohl auch mal antun, das Waschen. Joey meinte, die Pflanzen könnten eventuell auch giftig gewesen sein. Deswegen jetzt mal waschen einfach. Boah, ist aber auch ein bisschen. Ist es Dreckwasser? Ein bisschen, ha? Huh? Haben die Jungs sich überhaupt schon mal gewaschen eigentlich? Also ich weiß, Knossi und Sascha gehen sich jeden Morgen erstmal ins Wasser begeben. Machen die anderen das auch? Ja, ne? Den Sport von 2 Wochen in den Zehen. Kann ich auch nicht. Mag das nicht. Überhaupt nicht. Komisch. Jan hat doch Kaugummi-Ersatz gefunden für frischen Atem. Ja, stimmt. Die Salzlecksteine, ne? Stimmt. Oder so ein... Oder Kaugummis. Vielleicht hätte ich mir Kaugummis mitgenommen. Die nehmen nicht so viel Platz weg. Irgendwas. Ersten unfassbaren Joker. Genau, ich finde auch mindestens 2 am Tag Zähne putzen muss sein, ja. Was eingepackt, was Kleines. Achtung! Oh. Elotrans. Dicker. Um Elotrans? Um die Elektrolyte aufzuladen. Aha. Vielleicht geht es uns dann ein bisschen besser. Ja, und es hat auch noch einen kleinen Side-Fact. Gerade Dominik hat gerade übelst Probleme damit, dieses Flusswasser zu trinken. Ja. Es ist auch wirklich heftig eklig, muss man sagen. Ja. Also so, keine Ahnung, am Anfang denkt man sich so, ja, es geht fit, aber je mehr man davon trinkt, und auch so, man hat ja auch diesen räudigen, man hat nichts gegessen Geschmack im Mund. Und je mehr man dann von diesem Flusswasser trinkt, desto ekliger wird es halt. Und das hier schmeckt so ein bisschen nach, Dominik sagt immer nach Erdbeere, aber ich glaube, es ist so Zitrone oder sowas. Ja, oder das Kind ist Erdbeere, ich weiß nicht. Also irgendwie, Kevin und Dominik haben schon einen beschissensten Spot, oder? So dieses offene Feld einfach. Geschmack hat es auf jeden Fall. Ah, Elotrans enthält Salzelektrolyte und Glucose. Elotrans wird angewendet plus zur oralen Salzelektrolyt- und Flüssigkeitszufuhr. Ausgleich von Salz- und Wasserverlusten bei Durchfallerkrankungen. Ah, Hinweis, jeder Durchfall kann Anzeichen einer schweren Erkrankung sein. Ah, okay, danke schön, Max. Max, Maxi? Ich bin mir immer noch unsicher. Max oder Maxi? Maxi Brooks. Maxi, okay. Wir haben, by the way, davon so 4 Stück dabei. Und wir planen gerade, dass wir es so an Tag 6, Tag 8, 10 und 12 nehmen. Tag 12, also wir haben im Kopf auch so, Tag 12 ist so unser mentales Ziel, weil wir denken so, ja, 13, 14 kriegen wir dann auch noch irgendwie hin, wenn wir erstmal zu Tag 12 gekommen sind. Und deswegen ist das die Aufteilung. Und ich glaube, das ist ganz gut. Rein damit. Boah, das ist gutes Zeug. Boah, das riecht richtig gut, Digga. Das riecht wie so... Zeig mal, gib mal. Wie so Krümeltee. Boah, geil. Oh. Ich weiß nicht, ob du wirklich vom Wein bist. Ich kann es nicht helfen gerade. Weint er jetzt? Oh no. Jetzt wirklich weint er wild. Ja. Oh. Das ist bestimmt geil, wenn du, weiß ich nicht, 5 Tage so eine Plöre säufst und auf einmal hast du sowas Geiles, was ein bisschen nach Erdbeere schmeckt oder so. Boah. Das schätzt man dann noch erstmal, ne? Oh. Das ist so krass, Digga. Oh, Bro. Oh, Dominik. Oh. Ja, alles gut, Bro. Alles gut, wir kriegen das hin. Glaube ich auch, dass die Jungs das hier. Ich heul, weil ich Zitrone rieche. Alter, what the fuck? Alles gut, Bruder. Du kannst gleich Zitrone. Schüttel, komm. Boah, guck dir das hier an. Ey, WB-Katze. Fühle ich, ne? Das kann man so schwer einschätzen. So, man ist ja nicht in dieser Situation. Man kann jederzeit so einen beschissenen Zitroneneistee kaufen und trinken. Und wenn du dann dort bist und du trinkst 5 Tage diese Plöre braunes Wasser, was einfach komplett nach Erde schmeckt und auf einmal riechst du Zitrone wieder, das ist geil. Okay, hier, du darfst den ersten Schluck nehmen, Bro. Wow. Also, ist schon ein bisschen offen. Oh, bitte. Guck mal, das schäumt sogar ein bisschen. Wow.
Oh, schmeckt echt geil. Ja. Wow. Wirklich ein Krümeltee, den man ein bisschen zu doll verdünnt hat. Ja, ist okay. Ja, Leute, das war's. Ja? Emotional. Das ist so krass, auf was man runterfährt. An Tag 3 habe ich geweint, weil wir keine Möglichkeit haben, einen Fisch zu fangen. Also das ist wirklich impossible hier. Und an Tag 6 Dominik weint, weil er Edo-Trans riecht. Was ein Opfer, shit. Voll geil. Oh. Erdwasser geil, würde ich sofort kaufen. So. Wie kann man Nudeln verkacken, Katze? Ich habe Nudeln, dann Wasser und dann statt Salz, Pfeffer... Oh nein. Ah, okay. Überall. Oh, shit. Nudeln mit Pfeffer? Schmeckt das nicht geil? Schmeckt das so scheiße? Da haben wir auch einen Schleifstein mit. Oder kann man die nochmal abwaschen? Vielleicht nochmal abwaschen oder so? Aber jetzt mal. In so ein Sieb und dann... Das sind drei etwas tiefere Schnitte hier. Ja, alles wieder, die Kurve wieder gekratzt, Verletzung versorgt, Schuhe wieder an. Sascha auch jede Folge. Jede Folge neue Verletzung bei Sascha. Jetzt nicht verkühlen, das heißt unbedingt noch trotzdem ins Paradies, um die Schuhe nochmal schön in die Sonne zu stellen, weil ganz sorgt natürlich nicht, aber deswegen, Träumchen. In diesem Sinne, jetzt ein bisschen gemütlich machen, dann auf ins Paradies, um zu schauen, ob wir wieder einen Fisch gefangen haben. In diesem Sinne, bis gleich. Wir sind jetzt also, im Paradies. Dass Sascha da noch kein Workout-Video gedreht hat, so motiviert wie der ist. Komm. Und ihr lebt jetzt live mit uns. Ja, ist ein Fisch drin. Wieso Opfershit ist menschlich, die sollen sich nicht so klein reden. Ja, das stimmt. Ach, oder nein. Es wird ein Fisch drin sein. Was sagst du? Ja, ich bin sehr nervös. Ich glaube ja. Mal zuerst Netz oder unseren ausgelegten Köder. Oder ein riesengroßer Fisch diesmal. Zuerst das Netz, ja, passt. Okay, jetzt Fisch, bitte. Und nicht verhaken. Es darf nicht noch ein Netz kaputt werden jetzt. Guck mal, die Mucke schon, die baut so auf, als wäre da jetzt was drinne. Zieh das Ding raus. Oh. Oh fuck. Oh no. Okay, ist nichts drin. Oh Gott, Knossi übelst enttäuscht. Die Enttäuschung in seinem Gesicht. Gefühlt wasch. Ja. Oh. Egal, die haben schon 5 oder so gefangen. Da kommt wieder jemand. Hanna und ich sind jetzt gerade wieder im Wald unterwegs. Hinter uns sieht man einen Ziederbaum und wir sind schon fleißig dabei, die Rinde abzuziehen. Und ich weiß, dass der eine oder andere sich jetzt denkt, boah, wieso machen die das? Das schädigt doch den Baum. Ich war auch gerade so, also ich habe gesehen, wie das aussieht. Heute wird Netz gefuttert. So kennt man den Sascha in Folge und Verletzung ist keine richtige Folge. Dann, ja, auch was die für einen Mindset haben. Zu dir. Alter, wir verletzen gerade voll den Baum. Ich kann das nicht machen. Und dann wurde mir aber ein bisschen was erklärt über den Cedarbaum, der ja auch Lebensbaum heißt. Genau, also ich habe in Kanada hier mit Indigenen zusammengelebt und die ziehen die Rinde ab und machen damit wirklich jegliches. Die flechten sich die Kleidung daraus, die machen sich Stühle daraus und der Baum heißt nicht ohne Grund Lebensbaum. Da heißt Lebensbaum auch aus dem Grund, weil der weiterlebt. So wurde mir das Ganze beigebracht. Ich hoffe sehr, dass ich falsche Informationen weitergebe, aber... Affe ist gut rumgekommen schon, oder? Haben dir dann auch Bäume gezeigt, wo sie meinten, guck, da haben vor vielen hundert Jahren irgendwie so die... Baum carried, Das ist jetzt übertrieben, aber... Das war super spannend. Also als ich mit den Indigenen war, sind die mit mir durch den Wald gegangen und die haben gesagt, ah, guck mal, hier waren schon mal Leute, weil die an den Ziederbäumen lesen können, krass, ob dort schon mal Menschen gelebt haben. Wow. Genau. Und dementsprechend ziehen wir hier jetzt ein bisschen Rinde ab und schauen mal, ob wir uns daraus was Schönes flechten können. Denn langsam, wenn die Energie runtergeht, ist es einfach super, super geil, wenn man sich die Zeit vertreiben kann mit ein bisschen was Flechten, Basteln. Ja. Und ich glaube, jetzt ist die Energie noch da. Genau. Aber später... Und ich habe mich jetzt auch nochmal daran erinnert, als ich mich über den Ziederbaum erkundigt habe, habe ich dann eben auch gelesen, das ist mir jetzt wieder eingefallen, dass die sehr gut ohne Rinde weiterleben können und dass man eben die Rinde von den Bäumen verwenden kann. Genau. Es sieht halt echt heftig aus, finde ich. Und hier nochmal seht ihr, dass diese Flüssigkeit hier, die ist richtig, richtig gut gegen Mücken und die Einheimischen schmieren sich das einfach so ins Gesicht. Crazy. Und bleiben dann mückenfrei. Also die benutzen nicht Mückenspray oder sonst was. Kann man Rinde nicht essen? Weiß ich nicht. Die schneiden die Rinde ab, um wirklich an diese Flüssigkeit ranzukommen.
Krass. Da habe ich damals echt was gelernt. Und was ich auch, ich weiß, das finden jetzt irgendwelche Leute wieder voll komisch, aber ich finde es voll spannend, wenn man mit den Völkern ist, weißt du? Die machen die Rinde ab und dann fahren die einmal mit der Hand rüber und bedanken sich. Und irgendwie finde ich das voll schön. Ich finde das toll. So, man kann jetzt hier richtig gut sehen, wie Hanna weiter unten den Schnitt setzt. Und dann keilt man das am Ende raus und kann das dann nach oben wegziehen. Aber da sehen wir uns gleich wieder, wenn es soweit ist. Schon krass, was die Natur einem gibt, oder? Das ist sehr kraftaufreibend. Deswegen an Tag 6 und nicht an Tag 12. So, und jetzt greift man hier die Rinde und zieht die. Oh, die Indigenen werden echt stolz. Ich muss gleich niesen. Weißt du, die werden das ganze Ding einfach so runterreißen. Und weißt du, ich freue mich gerade richtig über so. Wie das sogar dort so rot ist. Das ist jetzt hier Red Cedar, weil man hier guckt, seht ihr, wie rot das ist. Oh, krass. Sehr spannend. Das riecht. Dann weiß man auch, warum es so heißt. Es riecht so gut. Baumrinde ist sicher und nahrhaft, enthält 800 bis 100 Kalorien, Kilokalorien pro 100 Gramm und eignet sich als Nahrung in Überlebenssituationen. Das essbare Cambium ist eine gute Quelle für Stärke, Zucker, Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Essbare Baumrindenarten sind Kiefern, Birken, Linden, Ulm und Weiden. Was einfach so, da muss man das zubereiten, das wusste ich auch nicht. Dankeschön, Maxi. Ich kann euch ja mal das Stück zeigen, wo ich voll, voll interessant irgendwie. Wenn du es findest. Wenn ich es finde, ey, wir haben so viel Material hier. Das alles, was ich jetzt hier liegen habe, habe ich das jetzt auch verfärbt. Ja, habe ich nur hier rausgeholt. Das bedeutet, man schnallt jetzt erst, was man an Material eigentlich zur Verfügung hat. Mhm. Wenn sich das nicht richtig gut flechten lässt, dann legt man das ins Wasser ein und dann lässt sich das richtig biegen. Man kann damit Knoten machen etc. Und ich meine, ich kann es natürlich jetzt nochmal zeigen. Man geht hier drunter, man hat mehrere Schichten und das zieht man jetzt einfach so ab. Und das sind ganz viele kleine Dinge, die sich da abziehen lassen, mit denen du dann am Ende vielleicht. Das stimmt doch gar nicht, Franz. Das sieht super lächerlich aus, aber ihr werdet am Ende hoffentlich ein geiles. Nicht so ein Blödsinn im Chat schreiben. Jeder kann hier googeln und mich belehren. Mich schulen. Mit Baumrinden kochen Baumrinde lässt sich nicht nur roh verzehren, sondern kann auch zum Kochen verwendet werden. Eine bekannte Methode, um Rinde in der Küche zu verwenden, ist die Herstellung von Mehl. Daher muss man die Rinde vorher gründlich trocknen, dann zerfallen, dann zerkleinern. Das wusste ich halt nicht, ne? Das ist voll krass. Das ist voll crazy. Ich wusste nicht, dass man aus Baumrinde sowas machen kann alles. Sora, hallöle, guten Abend, mein Lieber. Wie geht's, wie steht's? Na, du? Sonst macht das ChatGPT, sofern er es weiß. Genau, genau. Das ist super spannend irgendwie, was die Natur einem alles geben kann. So, hier geht's weiter. Dieser ganze Stück, den baue ich jetzt ab. Und dann haben wir viel bessere Fläche in die Hölle. Dass wir halt uns schützen können vor Wind und Wetter. Die Nuckelflasche im Hintergrund. Ja. Hä? Komm. Oh, 30 Minuten. Es ist halt schon wieder rum hier. Ich war mir ganz sicher, dass ich hier noch Nüsschen hatte. Hä? Wo sind die? Unser Acting-Profi Fritz Meinecke, meine Damen und Herren. Ah, na, da haben wir es ja. Pekanusskerne, Walnusskerne und Cranberries. Hätten die Teile auf jeden Fall auch gut gebrauchen können. Jetzt könnt zumindest ihr. Welche Folge? Wir sind jetzt Folge 11, das ist die aktuellste, die kam gestern raus. Und die Naturensöhne sind raus. Und Fritz und Martin sind raus. Das war's bis jetzt. Meine Vermutung ist, wer als nächstes geht, dass Jan und Joey irgendwie gehen. Weil Jan gerade so ein bisschen Durchfall hat und Meckermaus ist. Die Nüsschen genießen. Er wird ein bisschen ungeduldig, sagen wir es so. Aber auf jeden Fall auch Bescheid, ne? Die sollen mir auch eine Packung schicken. Die großen. Ergebnis ist top. Das einzige Scheiße ist, die Überraschung ist, dass alles fresh, freut mich so. Ich weiß nicht, wie tief sie sind. Einfach weiter und hoffen, dass ich die halt rausrollen kann, weil ich will diese Fläche hier haben. Ich brauche diese Fläche, weil das Meer wird immer härter. Die Wellen werden immer stärker und der Wind wird immer stärker. Die Wellen werden immer größer, meine ich. Und deswegen, die Fläche hier vorne
die ist notwendig. Der Tag lief eigentlich ja ganz gut, bis dieser Ast ins Spiel kam. Ich habe locker eine Dreiviertelstunde an den Ding gesägt und mit dem Messer da drauf gekloppt und dieses Scheißteil ist nicht abgegangen. Es hat mich so frustriert. Alter, ich habe so kranke Stimmungsschwankungen, das ist wirklich geisteskrank. Und ich denke mir die ganze Zeit. Ja, das wird halt, ne? Das Essen, wenn du halt nichts zu essen, das zerrt halt schon krank an den Nerven. Und das macht dem Jan auch gerade ganz schön zu schaffen. Ich mache irgendwas. Also ich bin mir gerade bewusst geworden, ich mache irgendwas, irgendeine Aktivität, sägen, Wasser holen oder sonst was, damit einfach die einzelnen abgefuckten Sekunden hier verstreichen, ne? Also alles und die so Langeweile, die Zeit zu killen, dass es endlich vorbei ist. Und es ist Tag 5. So, hier bauen wir. Und dann wieder Joey wieder hier komplett IKEA-Einrichtung. Eine zweite Wand, dass wir mehr windgeschützt sind. Und unten, so auf die ersten 40 cm, machen wir Natursteinmauern, dass wir unterhalb quasi zu haben. Oh, guck mal, Joey hat einen richtigen Plan gerade, wie der alles so baut. Jetzt baut er noch eine Mauer drum und so und Jan hat gar keinen Bock mehr. Oh. Und dann haben wir Noah hier in der Mitte. Ich glaube, Joey würde gerne weitermachen, aber ich habe das Gefühl, dass sie gleich gehen müssen wegen Jan. Da kommen halt quasi die Dachziegel. Also. Mit Dachziegeln. Material natürlich. Biologische Dachziegel, vielleicht kann man nennen. Hier kommt das Material her. Das ist ganz gut geworden. Hier, genau diesen Bereich, das ist schon harte Arbeit natürlich. Aber hiermit schaffen wir Riesenfläche. Boah, das ist auch ein geiles Shelter, du. So, wir hatten einen kleinen Powernap. Wir haben gemerkt, dass es immer, wenn es reinwindet, windet es leider doch dann von vorne in unserem Shelter. Unser Shelter ist toll und bietet viel Platz, aber er ist vorne. Der ist wirklich halt toll und einfach eine Isomatte gefunden, so stark. Wir haben uns entschieden, wir bauen jetzt eine Tür für den Shelter. Dafür werden wir diesen Baumstamm hier nehmen. Auf die Länge von der Tür schneiden, zack, zack, und dann aufstapeln. Und dann festnageln mit den Nägeln. Ich würde sagen, Max ist sauer, dass es nicht funktionieren könnte. Kann ich verstehen. Ich würde sagen, Erfolgswahrscheinlichkeit liegt bei 70%, dass es klappt. So, wir haben jetzt seit gut 2 Tagen von diesen Prachtstücken keine mehr geholt. Wird Zeit, brauchen wir für die Tür. Die Tür. Wir gehen da hinten in unser altbekanntes. Welche Teampartner würde sonst außer Jan zu Joey Kelly passen? Joey hat ja noch Bock und Allergie, aber Jan, ich weiß ja nicht. Ja, die brauchen dringend Nahrung, damit Jan seine Stimmung verbessert. Und Jan braucht irgendeine Beschäftigung dort. Sumpftor rein. Irgendwas. Wird natürlich super anstrengend. Wir hoffen, dass die Säge keine Probleme macht. Die sieht mittlerweile. Oh, ein bisschen abgeranzelt. Rusty. Sieht nicht so gut aus. Ui. Aber wird schon funktionieren. Tag 6. Oh, Tag 6 schon. 1543. Hallo Gameplay. Das macht das Salzwasser. So. Nachdem wir da hinten eine halbe Stunde gesessen haben, haben wir jetzt die Dinger hierher getragen. Jetzt kommt die Tür. Jetzt waren wir eine halbe Stunde in der Sonne im Sand. Geil. Gehen hier nur 10 Meter hoch und sind wieder alle. Ach, Scheiß. Uns geht's gut, sehr gut. Aber man ist so schwach und lasch. Beep, 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 Fuchs. Wie danach einfach Stille ist nach diesem Sound. Fuchs, danke schön, dass du Gameplay einen Sub geschenkt hast. Vielen, 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 vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Das nervt. Wir wollen so viel machen. Dim, wir wollen die Tür machen. Dim, den Speerspitzen. Du machst was Schachbrett. Dankeschön für das Subgift. Und viele, viele weitere Sachen.
Da müssen wir ganz wichtig, wenn Subs gegiftet werden, den Kollegen hier rein spammen. Das Subgift-Emote. Liebe den. Dankeschön. Aber die Energie fehlt für den Content. Das Dankeschön, Fuchs. Jetzt wirklich genau, Chat. Wär, perfekt. 14 Tage in den Shelter. Genau leben. So muss das aussehen. Top, wenn hier die Subs kommen. Dann muss auch das Emote kommen. Ich bin stolz auf euch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Krampf ist. Die Stöcke aus dem Wald zu holen, entasten. Die haben einen Volleyball gefunden. Und dann jeden mehrfach zu bewegen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, ne? Ja. Aber jetzt sollen wir nicht sparen. Mit jedem Stock, den wir noch zunehmen, wird die Tür. Das Emote ist auch gut, Maxi. So, Leute, die erste Sprosse von der Tür. Oh. Steht. Oh, jetzt kommt wieder eine Timelapse. Immer wenn diese Trommeln kommen, Timelapse. Die werden jetzt nur drüber gepackt, die anderen. Die darf nur nicht abfallen. Und los, Timelapse. 3, 2, 1, dank. Da ist sie. Hä, aber stark. Wenn die Tür funktioniert, ist krass, oder? Ich wäre jetzt zu dumm gewesen, das zu bauen. So, da wollen wir das Ganze mal aufstellen. Ich bin gespannt. Guck, ob das hält. Muss ja nur ganz locker halten. Vor allem wie easy, ne? Wow. Toll, also bevor ich da reingehen würde, ich müsste mir auch erstmal 100 Videos anschauen. So, ohne Vorkenntnis würde ich sterben. Deutlich mehr. Okay, aber ist das... Wir machen links noch die Wand fertig. Okay. Rechts auch. Und hier machen wir... Ich dachte, sie lassen das einfach so stehen. Gameplay, let's go! 3 Streams schon. Das ist von da auch nicht so viel Regen. Also das Shelter, ich bin sehr positiv überrascht von Max und Rumatra, ne? Das ist wirklich, wirklich cool. Ein schickes Shelter. Wir werden heute wieder Maggi kochen. Das ist Wahnsinn. Aber gleich setzen wir uns erstmal nochmal da hinten in die letzten Sonnenschein nochmal sitzen, nicht liegen. Und dann fangen wir hier an. Da kommt wieder volles Programm. Ah, Rumatra sagt gerade den anderen Teams, oder Kevin und Rätsmann, muss ja unglaublich langweilig sein. Die muss doch langweilig sein, oder? Ich glaube, so Martin und Fritz haben so viel zu tun in die Naturensöhne. Die schaffen alles gar nicht. Ja. Was sie vorhaben in den 14 Tagen. Ja, genau, die Teams sind schon draußen. Die Mädels noch da, die sind auch da und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mädels das auch machen. Weil immer, wenn die Kamera auf einmal auf die Mädels geschwenkt ist, dann ist da alles gut. Aber ja, so Sascha. Jo, 4,5 Jahre schon, Fuchs, ist crazy. Ich bin auch einfach schon seit 7 Jahren auf Twitch, ne? Aber Platte und Rätsmann. Ist krank. Wir haben jetzt noch einen Wasserfilter gebaut. Die Tür. Aber dann kommen wir auch bald an unsere Enden. Morgen ist Tag 7. Ja, Max Kord ist genau, also die Teams draußen sind. Bald 7 Tage. Ich bin mir relativ sicher, auch wenn das mit einem Romatra natürlich ein übelster Boost war, ich bin mir relativ sicher, dass ich das auch 7 Tage hier hingekriegt hätte. Ich wäre halt nicht einmal in die Mangroven reingegangen, ne? Boah, ich glaube, ich würde keine 7 Tage alleine schaffen, das glaube ich nicht. Hallo Roger, so, frohes genau, Neues! Ich bin so neugierig und gespannt, wie es den anderen beiden Anfängerteams geht. Dieser Scheiß-Spot von den beiden, wirklich. Den hätte ich einen anderen Spot gegönnt auch. Ihr seht, die Sonne scheint uns richtig herrlich entgegen. Es ist eine schöne, gemütliche Stimmung. Da haben wir gesagt, stopp die Gemütlichkeit, jetzt wird gearbeitet. Wir haben noch 2 Programmpunkte heute auf dem Zettel. Das erste ist weitere Verbesserung am Shelter. Da wollen wir nämlich immer in diesen Zwischentaschen, hier sieht man es. Und hier ist zum Beispiel auch eine große Tasche. Da wollen wir nochmal genauso Stöcke wie diese quasi einziehen. So durchziehen, genau. Warte mal, was? Was ist passiert? Zack, 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 dass das nicht so doll durchhängt. Weil dann können wir weiter nach hinten rutschen. Was ist passiert? So, was ist passiert? Was heißt es hier? Warte mal. Ja, Fritz ist raus. Fritz und Martin waren das erste Team, was gegangen ist. Regen. Huch. Und dann ist auch stabiler das Ganze und schützt uns ein bisschen. An Tag 3 oder so. Das ist auch geil, wenn wir die nächsten Tage noch weiter am Shelter arbeiten und noch mehr. Die hatten kein Wasser dort. Da gab es ein Wasserproblem. Also die ganzen Flüsse, die ganzen Seen, wo auch immer die waren, das war alles voll mit Salzwasser gespült vom Meer. Und die konnten das auch nicht filtern. Groß drauf machen. Also die hatten kein Wasser. Nee, das wird dann ja noch schwerer, dann kackt es noch mehr durch. Und
Gerade ist noch gutes Wetter und ich glaube, morgen wird es wahrscheinlich auch noch gut sein. Aber wir wollen uns vorbereiten fürs, wie sagt man das, fürs Schlimmste. Richtig, richtig. Wenn es mal 3 Tage durchregnet, muss der Shelter stehen. Das heißt, wir brauchen jetzt Tag 6 sind wir jetzt. 4 von so mega langen Stöcken. So, dann gehen wir jetzt mal auf ein dickes Baum-Scouting, oder? Dann machen wir uns mal auf die Jagd vor. Guck mal, die Laune ist wieder da bei den Jungs. Also schau mal. Du musst hier. Wir haben auch noch einen hier, sehe ich gerade. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Der vordere Teil. Ich weiß nicht, ob der noch, den hatten wir auch noch vom ersten Mal, der ist ein bisschen kurz, wa? Ja. Da würde aber gehen. Hier können wir mal schauen. Würde aber gehen. Fangen wir erstmal an mit einem neuen. Ich würde sagen, der hier. Ich glaube, den hast du auch schon gerade gesehen. Oh, ich dachte, habt ihr es gesehen hier? Ich dachte gerade, was hängt denn da oben im Busch da? Das sieht aus wie eine Falle, aber das ist einfach nur ein umgeknickter Ast. Da muss mich einmal noch warnen hier. Ah, scheiße. Schönen Abend, Katze. Viel Spaß dir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich langsam was verspüre an der Hinterpforte. Würdest du sagen, du hast auch langsam Alarmstufe braun? Das könnte sein. Ich versuche so mit aller Kraft reinzusaugen. Oh, das erste Scheißerli. Okay, dann machen wir uns mal ran hier an den Kollegen. Diese ganzen Äste müssen unbedingt ab, Alter. Damit die dann nicht am Ende in der Folie sind. Okay, schauen wir mal. Ein Mensch würde die Salzwasserdiät 6 Tage problemlos aushalten. Ist es so? Ja, easy. Okay, dann können wir das hier sogar. Also deren Schild ist im Gegensatz zu den anderen ein bisschen Arsch, oder? Das ist schon süß. Am Ende hier so. Gut, dann ist Nummer 1 getan. Und dann gehen wir rüber zu Nummer 2. So, Kevin schiebt mir jetzt die Dingers hier durch und ich versuche die dann hier durchzufädeln, hier oben drüber. Genau. Boah, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht die Folie reißen. Ne? Ja, und dann auf der anderen Seite. Mussten die Jungs mal kacken? Ja. Ich weiß nicht, ob Dominik war, aber Kevin, also Papa Platte, der war auf jeden Fall kacken und hatte Durchfall. Boah. Bose. Okay, Bro, wir müssen die auch noch mal festschnüren, ne? Ja, lass sie so versuchen, in der Mitte zu machen, ja, dass sie quasi genau auf diesem Hubbel, wo dann sich der Hubbel bildet. Okay, wollen wir die erstmal alle hinlegen und dann festschnüren? Nee, lass direkt festschnüren, glaube ich. Okay. Ey, wirklich, ich habe so viele gute Knoten gelernt, auch im Flugzeug nochmal die ganze Zeit da gesessen, wiederholt. Ist einfach Doppelknoten. Doppelknoten. Jo. Der Doppelknoten ist schon nicht ohne Grund auch so beliebt. Der gute alte Doppelknoten. Der macht, was er soll. Okay, meine Seite sitzt, Chef. Meine auch gleich. So, Freunde, wir haben jetzt den dritten drin. Dominik macht den da drüben gerade noch fest. Jetzt muss das Moos, was wir hier vorübergehend erstmal nach unten gepackt haben, nach da oben. Und dann machen wir nur eine auf dieser Höhe hier. Hier so. Machen wir auch noch einen durch. Ist eigentlich ein bisschen unnötig, aber auf Safeness. Und dann haben wir's. Dann sind wir erstmal fertig für heute hier beim Thema Shelter. Gut, Freunde, halbe Stunde später. Das Ding ist jetzt geupgradet, man sieht wieder, wie immer, nicht so ein krasses Upgrade, aber das sollte jetzt schon sehr, 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 sehr viel stabiler sein. Ist schon ein süßes Shelter. Boah, Digga, das kommt krass. Sehr, sehr geil. Und da werden wir jetzt die nächsten Tage, haben wir noch 2 Pläne. Einmal, wir werden Stark die Seiten noch upgraden, dass das noch zugeht. Genau. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr Moos drauf machen, aber das ist eher ein Projekt für am Ende. Weil ich glaube, so wichtig ist das tatsächlich gar nicht. Und ganz vielleicht bocken wir das hinten auch noch ein bisschen hoch, um noch mehr Raum innen zu bekommen. True, das haben wir auch überlegt, ob man hier noch so 2 Tripods macht und es dann so hoch macht. Aber ja, dazu die nächsten Tage mehr. Alright. Okay, ich trinke mal einen Schluck. Hello. Stößchen. So, Leute. Also, ganzen Tag hier weiter probiert, Fische zu fangen. Nix. Ja, das stimmt, Franz. Das Problem ist halt wirklich, hier sind auch nicht so viele drin, hat man das Gefühl. Der Clip. Das Angelnetz hat sich einmal verheddert, jetzt habe ich es wieder reingeballert, jetzt bleibt es da. Wir haben den Wolf getroffen. Oh ja? Aber weißt du, wovon ich noch träume? Wir haben den Seekopfadler gesehen, gell? Ach so. Ja. Ich dachte, Wolf war nochmal da. Wovon ich noch träume? Vom Bär. Ich will einen Bär! Ich will... Oh, das wäre wirklich krass, wenn einer von denen einen Bären filmt. Ich will einen Bär! Ich will's! Sag ehrlich, du hast jetzt auch Bock. Sascha, ihr wisst, Sascha immer Angst, Bären vom Wolf. Wolf, die Angst hast komplett abgelegt, ne? Ja. Weil wir haben ihn gesehen, Auge um Auge. Ja. Wir haben ihn in die Augen geschaut. Das war ein unfassbares Erlebnis, wirklich. Er ist wirklich unfassbar. Wahnsinn. Und er ist nicht mehr gekommen. Der steht da. Ich will den Bären. Sascha. Ja.
Es ist schwer. Okay, er kann kommen. 2 Stunden vor Abfahrt. Aber das hier sind auch wieder so Tierspuren, oder? So plattgedrückt, wie das ist. Wenn der Bär kommt, ich sag euch, was passiert. Angenommen, da vorne steht der Bär. Dann seht ihr. Boah, stell dir mal vor, der kommt, ist wirklich rausgerannt, der Bär. Da vorne steht der Bär. Wenn es ein Mama-Bär ist, wäre schlimm. Dann siehst du mich so. Das glaube ich nicht, Knossi. Nein, das glaube ich nicht. Bam! Ich hätte ultra Schiss. Sascha mit Bären sprechen in der Hand. Bist deppert. Man soll nicht rennen bei den Bären. Nee. Bist deppert. Ich glaube, bei den wenigsten Tieren soll man wegrennen, oder? Hey Bär, ho, Bär, bist deppert. Das machen wir. Wir stellen uns direkt zusammen. Hey Bär, ho, Bär. 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 Hey Bär. Immer näher kommt, immer lauter. Hey Bär, ho. Junge, Knossi sieht so gruselig aus manchmal. So ab und zu. Ich will den Bär. Ich will den Bären. Da war er doch hier gerade. Wir jetzt zusammen. Hey Bär, ho. Ho Bär, hey Bär. Manchmal ein bisschen gruselig, Knossi. Hey Bär, ho Bär, hey Bär, ho Bär, hey Bär, ho Bär. Lieber ein Wolf auf dem Dach als ein Bär im Haus. Ja. Hey. If it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's white, good night. Stark. Hey Bär, ho Bär, 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 hey Bär. Ey, wenn jetzt, oh, guck mal, grüß dich schon wieder, Knossi. Wenn jetzt ein Bär kommt, das wäre so witzig. Das ist hier nicht einfach Seven vs. Wild für uns. Survival und irgendwas. Das ist irgendwie, ist das diesmal die Reise zu uns selbst. Über was wir alles sprechen, über das ganze Leben, wo man hin will noch, was man alles schon so gemacht hat, was eigentlich der Sinn ist. Ich glaube, für uns beide beginnt danach irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Kann echt sein. Ey, ich brauch sowas vielleicht auch mal. So Sam vs. Wild überleben und dann mal richtig so Deep Talk übers Leben nachdenken und dann raus und dann ein neues Kapitel anfangen oder so. Ich nach der Nummer. Kann echt sein. Wichtig ist die Message für euch. Aber ich nehme euch mit, Chat. Es geht nicht um Geld, es geht um tolle Momente mit tollen Menschen. Ja. Das ist es. Und ja. Gutem Essen. Und gutes Essen. Hör mal auf dieses Meer schauen. Oh, ey, es hat keinen Wert hier. Es ist heute so störrisch, es sind auch keine Möwen da, keine Fangzeit. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag oder in die Nacht, wann auch immer ihr diese Folge seht. Fühlt euch von uns gegrüßt und geküsst. Und Grüße, ihr Mäuse. Sind die Mädels eigentlich schon mal, waren die schon mal scouten oder so? Haben gerade aus Versehen so ein bisschen weiter weg? Nee, ne? Ups. Stark. Hoppala. Wir werden das Ganze mal ausprobieren. Ob das klappt, ist eine Reuse? Frage, aber irgendwie sieht's geil aus. Just for fun. Just for fun, muss man auch mal machen. So, wir sind wieder am Waldzugang und kloppen jetzt die eine oder anderen, wie sagt man, Äste ab. Und Hanna wieder ganz stark. Ich räume ganz brav hier einfach die Äste hin, um mich nicht zu verletzen. Denn alles, was ich bisher in die Hand genommen habe, waren keine Handschuhe und keine Stiefel. Mir wehgetan. Aber ey, du hast gerade auch aus Versehen das Messer. Die Frau. Ja. Aber in die andere Richtung passiert jedem mal. Ich bin gespannt, wie es den anderen geht, ob die sich schon verletzt haben. Das passiert so schnell. So, Hanna sitzt da hinten. Sascha, jede Folge. In einem selbstgebuddelten Loch und filtert nochmal ihr abendliches Trinkwasser. Und wisst ihr, ich liege hier gerade im Bett, la 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 la, und guck nach oben und zur Seite und guck mal, wie geil das hier aussieht. Echt. Tanne. Ich wollte Tanne und Hanna gleichzeitig sagen. Hanna hat eben hier die Tanne nochmal gegengestellt. Dann gibt es eigentlich mal wieder einen schönen Tannentee. Schön. Ah. Schön den stinkenden Geruch von meinen Motorradschuhen heute an meinem Gesicht. Da fühle ich mich wohl.
Vom heutigen Tag gibt es meinerseits eine gute und eine schlechte Nachricht und eine sehr gute Nachricht. Ich habe nämlich ein Freundschaftsarmband bekommen. Oh. Und die schlechte Nachricht meinerseits ist, dass ich voll am Zittern bin. Also mir ist einfach irgendwie viel, viel kälter als an den anderen Tagen. Ja, heute ist aber auch kälter. Ja. Also wenn man so um die Ecke geht, wo unsere Bucht ist. Und wo ist ihre Hose? Alter, da geht's ab. So hohe Wellen. Trocknet, heute. Kalt? Nass? Also es ist echt krass und die brechen da immer an den Kanten. Also wir sind hier echt in unserem kleinen Safe Space, wo nichts passiert. Es ist echt voll krass, wenn man um die Ecke geht. Echt schön und auch heute, nachdem... Aber die muss ja dann nass sein, wenn sie sagt, ihr ist kalt, aber die Hose ist nicht da. Wir hier so gebaut haben. Habe ich nicht zugehört. Die Deko, ich weiß nicht, ups. Irgendwie. Für mich, ich fühle mich du. Was? Und rechts. Jetzt ist richtig so ein Wohlfühlort und jetzt kann man hier gut noch 8 Tage weiter chillen. Und die gute Nachricht von mir ist, dass ich finde, dass Tag 6 sich unfassbar schnell angefühlt hat. Also... Nee? Nicht so? Doch, jetzt ohne Witz. Also heute... Gar nicht. Krass. Nee. Echt nicht? Nee. Also, ich würde das so gern mal machen. Irgendwie einfach raus. Ich würde gerne mal wissen, wie ich mich da schlage mittlerweile. Ich wäre bestimmt übelst hart am Struggeln, aber einfach mal dieses raus, du musst dich um nichts kümmern, außer überleben, du hast keine Sorgen, was zu Hause abgeht, was auf Arbeit abgeht. Einfach mal raus, überleben und sich auf komplett andere Sachen fokussieren irgendwie. Mal wieder so ein bisschen die Freude bekommen, wenn man an Zitrone riecht und so. Wisst ihr, was ich meine? Einfach mal ein paar andere Dinge wertschätzen, wenn man nichts hat so. Das wäre irgendwie mal cool. Bis so zum Mittag oder so schon, dann hat die so ein Tief und jetzt aber, ja. Keine Ahnung, irgendwie durch dieses ganze Flecken. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde da nur rumningeln. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Mir hat die Sonne heute so zum richtig Aufwärmen gefehlt. Ja, stimmt, Gameplay. Das kann gut sein, ja. Und ich war einfach hyped, weil ich da meine 2 Schnüre geschnürt habe. Und ich so, oh, das macht so Spaß. Es hat so lange gedauert, dass auf einmal die Zeit weg war und jetzt ist es einfach schon Abend. Aber, ja. Ja, wir gehen jetzt schlafen. Oh, die Gute Mäuse. Nacht. Gute Nacht. Ja, oder flechten wir die Mädels. So, Tag 6, letzter Flip der Woche. Deswegen gibt es von mir einen Good Night Flip. Ein Good Night Flip, bitte nicht verletzen. Der Pullover ist auch so krass, auf dem passieren so viele Dinge. Oh. Alles gut? Krass, doch. Ich sag ja gut nein. Das war... War das jetzt bewusst oder war das... War bewusst. Wirklich? Ja, war der gute Nachtflip. Ich wollte immer kurz schlafen legen. War das wirklich bewusst? Ja. Also ich dachte, er ist gefallen, aber Gott sei Dank nicht. Alles gut. Ja, der Good Night Flip beschließt die erste Woche hier. Auf der Insel. Good night. Joey. Und ich hatte ja vorhin schon mal früher viel gebastelt und so. Also, ihr wisst schon, die Leute, gibt immer noch so Kulturen, die draußen irgendwo leben. Und tief nachgedacht und man merkt es nicht. Weil immer, wenn ich in der Kamera rede oder nach einem Flip, geht es mir sehr gut. Mhm. Da habe ich einfach Bock. Das liebe ich. Ich liebe die Stimmung. Ich liebe das Flippen, also Parcours. Und ich liebe es einfach. Zu moderieren oder Stimmung halt zu machen, weißt du? Aber dieses ganze hier rumharzen, Hunger haben, was bauen, das ist halt auch überhaupt nicht meins. Das schlägt mir hier zwischen dem Film schon ganz schön doll auf den Magen mittlerweile und halt auch vorüber. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr hyped morgen, wenn wir hier morgen aufwachen und den 7. Tag haben. Das macht mich schon sehr, sehr happy, aber ein paar Gedanken, die ich heute hier zwischenzeitlich hatte, die machen mich alles andere als happy und die will ich eigentlich nicht haben. Warum hat er sich dann da beworben? Ich glaube, dass man das unterschätzt tatsächlich irgendwie. Dass man, ja, man unterschätzt es einfach. Man denkt sich, ach, 14 Tage, Teamkollegen, ein bisschen Survival, so. Das unterschätzt man einfach. So. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn du es nicht gewohnt bist, wenn du einfach eine Woche lang nichts isst, wie das auf deine Mentalität schlägt, auf deine Energie und so.
nicht bei einem Spaßprojekt, also Unterhaltungsprojekt oder was auch immer. Also klar, ich habe hier eine Fussel an der Nase. Glasklar, aber irgendwo. Ja, da muss ich jetzt mal eine Nacht drüber schlafen und dann gucken. In diesem Sinne sage ich gute Nacht oder was hier. Wieder von dem poetischen Platz mit Lehne und Tisch. Schöner Sonnenuntergang auch und alles. Ja. Bis morgen oder was? Bis morgen oder was? Wie? Oh, es ist bald schon wieder rum, die Folge. Fuck. Für mich wären 2 Wochen Wildnis auch mal gut wegen Rauchen aufhören. Oh, das wäre aber auch heftig, glaube. So, die erste Nacht mit Tür. So, ja. Auf einmal aufhören. Die Türe zu. So, kalter Entzug. Bestimmt auch. Hält die Tür nicht. Geil. Ja, wir haben eine kleine, wir haben ein bisschen eine Tür. Wir haben ein bisschen Zoom-Barrikadiert. Die Wand hier ist noch nicht fertig, aber das ist schon geil. Ja, und oben auch noch nicht ganz. Boah, da ja, würde ich mich auch gut safe fühlen. Was haben die anderen fühlen. Denn? Keiner wird eine fucking Tür haben. Nee. Stimmt. Wieso können wir überhaupt eine Tür? Die haben das noch nie gemacht, noch nie. Eine Tür gebaut. Noch nie. Wir sind so Gamer, die haben sich so ein Video reingezogen auf dem Flug hierher. So Sons of the Forest erstmal Gameplay geschaut. Oh, das baue ich nach. 20 Survival Tips. Und dann ist da irgendein Schwan, der da irgendwie Holz betoniert und so ein Scheiß. Und dann haben wir so ein Ding gesehen und fertig. Ja, es kommt wahrscheinlich ein Sturm. Ja, nähert sich ein Gewitter mit Blitz. Erstmal Kronk, The Forest und Sons of the Forest angeschmissen und dann... Wir stehen nur auf diesem... Stimmt, einfach wie Knossi machen, der hat sich Nikotin, also hier Tabak, vakuumiert und in die Flasche reingeschmissen. Treibholzast, das ist darauf... Da gibt's auch erstmal jeden Morgen eine Kippe. Quasi von dem ganzen Haus. Aber der wiegt auch eine halbe Tonne. Der wiegt eine halbe Tonne, aber wenn hier ein Sturm kommt und eine dicke Welle, kann schon mal sein, dass die den wegspült. Und wenn dieser Stamm dann weg ist, zerreißt uns alles. Dann reißt das Tarp um. Dann fallen wir ins Wasser. Dann reißt das Tarp. Wir sind im Schlafsack, falle ich ins Wasser. Oh nein, oh nein, dann muss ich ja schnell aufmachen. Dann kriegen wir einen Schock, Alter. Dann wird der Knopf gedrückt. Dann drücke ich auch mit ab. Aber wenn jetzt alle 6 Monate so eine Pazifik-Ultrawelle kommt, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass das unter 2 Wochen kommt. Ja. Wir verabschieden uns. Gute Nacht, Leute. Schlaf gut. Ich habe das Gefühl, am Ende der Folge klingelt das Telefon. Und ich glaube, dass dann Jan abgeholt werden will, oder? Was denkt ihr? Bis morgen. Wow. Tag 7. Erste Woche rum. 7.32 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu Tag 7. Krass. Wir hatten eine sehr gute Nacht. Der Blitze und Donner hat sich gelegt, bevor es Festland erreicht hat. Es hat trotzdem sehr stark geregnet. Wir sind aber unglaublich trocken geblieben. Das wird mittlerweile sogar richtig heiß in unserem Shelter. Die Luft steht hier drinne, gerade zu zweit. Mücken kommen auch nicht mehr rein. Matratze ist toll. Also es ist schon fast unfair, dass wir hier einfach ein Haus hingezimmert haben. Wetter ist heute ultra geil, wie es zumindest losgeht. Und wir werden heute, weil es uns so wurmt, im Sumpf zu sein, und egal in welche Richtung wir gehen, da ist kein Sumpf mehr, und wir einen Fisch suchen wollen, einen Süßwassersee oder Fluss, gehen wir so weit in die Richtung, wie wir noch nie gegangen sind. Das machen wir eigentlich jeden Tag. Jeden Tag gehen wir in eine Richtung, so weit, wie wir noch nie gegangen sind. Das Team hat gesagt, wir sollen aufpassen, wenn wir die Steine klettern und so. Risiko, macht das nicht, gerade wenn ihr nicht viel gegessen habt. Na, das stimmt auch, schlecht ist. Aber der Spot fuckt so ab. Wir würden es ja auch machen, wenn wir hier mit einem Flugzeug oder mit einem Boot gestrandet sind. Und dann würde ich sagen, geht's los aufs Abenteuer. Und morgen habe ich Geburtstag, what the fuck. Ich glaube, ich würde es hinkriegen, mir 1000 Orte vorzustellen, wo es geiler ist, Geburtstag zu feiern, als hier. Oh, das habe ich mir dieses Jahr aber auch gedacht. Ich dachte mir so, boah, geil, Ägyptenurlaub, so. Wir hatten uns so einen Trip gebucht mit so einem Tauchertrip, richtig tauchen gehen und so. Ja, ich mache einen Tag vorher so einen Ausflug in die Wüste, fange mir dort den schlimmsten Durchfall ein, musste diesen Tauchertrip absagen, weil ich hätte sonst in diesen Neoprenanzug geschissen und habe dann meinen 26. Geburtstag dieses Jahr mit einer Schokotorte vom Hotelteam im Hotelzimmer verbracht. Und den Kuchen konnte ich nicht mal essen, weil ich hatte halt den Durchfall meines Lebens. Zu zweit. Das war so schlimm.
könnte 1000 aufzählen. Machen wir später, wir haben ja Zeit. Das war mein 26. Geburtstag, ey. Ich hab gerade, war gerade am Scheißen. Klingelt's auf einmal an der Tür und das Hotelteam bringt mir so eine übelste Schokotorte vorbei. Und die haben mich übelst ausgelacht, weil ich gesagt habe, oh nein, ich habe übelst Durchfall und so. Da haben die mir noch übelste Tipps gegeben, was ich mir in der Apotheke dort kaufen soll und so. Junge, Junge. Ey, ich habe noch nie so schlimm geschissen wie in Ägypten. Wenn wir wieder Mittag schlafen. 2023 war reiner. Ja, es war, ich fand dieses Jahr auch nicht so geil. Dieses Jahr ist viel passiert bei mir. Nur Scheiße passiert. Machen wir 2 Stunden rumliegen. Zähle ich 1000 Orte auf. Es war kein schönes Jahr irgendwie. Macht euch bereit für ein Abenteuer. Das machen wir nur für euch. Ist gelogen, das machen wir auch für uns. Aber wenn man schon mal hier ist, will man auch da hinten die Natur sehen und wir suchen halt ganz doll Fische. Ganz doll Fische. Oder einen geileren Fluss. Ein Fluss, der nicht braun und heiß ist. Das wäre geil. Ja. Das wünsche ich mir. Ja, dieses Jahr hat angefangen. Ich meine, letztes Jahr, das war nicht so cool. Fluss unter 37 Grad Celsius. Das war ein trauriges Jahr irgendwie. Das Beschissene ist, wir wissen halt nicht, warum der Fluss so heiß ist. Weil es ist hier ja überall kalt. Warum ist das Moor so warm? So, wir brechen auf. Auf die größte Wanderung, die es bei Seven vs. Wild in allen 3 Staffeln bisher je gab. Okay. Das ist hier schon als Tagesmarsch. Was machen die jetzt, wenn die einen geileren Spot finden? Wie schieben die denn das Haus dahin, oder? Wenn wir alle sind, machen wir einen Powernap im Sand. Okay. Team Rentner hat sich erholt. Wo bin ich? Was mache ich? Und jetzt wird weiter am Shelter gebaut. Wir haben folgendes Problem, es regnet komischerweise immer nur nachts, ich weiß auch nicht. Es war eigentlich insane doll, aber es regnet halt und unsere Beine, man sieht es auch so ein bisschen gerade, die gucken hier mal so ein Stück raus. Mhm. Jetzt der Twist aber, wir nutzen gerade hinten noch nicht die komplette Range von unserem Tarp und allgemein von unserem Shelter. Deswegen hat Dominik die Idee gehabt, finde ich übel geil, dass wir nochmal 2 kleine Tripods bauen, so ähnlich wie hier vorne und dann quasi das Ding hier so ein Stück hochbocken. Dann können wir weiter reinrutschen und dann sollten wir trocken bleiben. Das heißt, wir werden jetzt, ich denke mal, wir brauchen so 3 richtig lange Stäbe organisieren. Aus 2 davon machen wir 3 kleinere Stäbe wiederum, bauen dann ein paar Tripods und aus der 3. Stange, die legen wir drüber und dann legen wir dieses ganze Ding drauf. Dann wird es einfach so hochgehoben. Das Ding ist, es ist halt alles ein bisschen wackelig und wir müssen es dann hier so hochheben. Aber eigentlich sollte es gehen. Ich habe das Gefühl, es geht was schief. Und das wird dann der Cliffhanger für die nächste Folge. Die wir vorhin gemacht haben, war unfassbar scheiße. Also wir haben dann auch irgendwie die letzten 200 Milliliter mal aktiv weggekippt. Ach, scheiße. Also das war wirklich richtig räudig irgendwie. Das Fett hat, ist so irgendwie ist so einzeln gewesen und Bro, es war so ekelhaft. Ich muss kotzen, wenn du das erzählst. Boah. Ja, es war echt ekelhaft. Also ich weiß nicht, ob wir nochmal Brühe machen. Wir schauen mal. Also ich glaube nicht erstmal. Aber ja. Okay, wir fangen an. Let's go. Als erstes müssen wir jetzt mal die 3 Bäume, die 3 Äste aussuchen, die dann geteilt durch 2 6 ergeben und die dann wiederum 2 schöne Tripods ergeben. Das ist jetzt wichtig. Ja, Mann. Was haben wir denn hier? Die Bäume in unserer Gegend, wisst ihr ja schon, sind notorisch beschissen. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht den hier oben absägen. Oh. Das ist ein bisschen Abastarbeit, aber könnte man machen. Okay. Ja, ist schon ein Jonker, ne? Ja, nehmen wir mal. Der Jonker? Ja, wichst den mal ab. Einfach mal so ein Baum fällen. Auch chillig. Also Freunde, ich sage euch ehrlich, diese Säge, die wir dabei haben hier, diese einfach Handsäge, ist super geil. Unsere Hand. Können die nicht einfach ins Board wechseln? Habe ich auch gedacht, dass die Jungs das machen, dass die irgendwie noch ein bisschen weiterlaufen, aber irgendwie ist dort alles ein bisschen mies gewesen, die oder? Fuckt mich ultra ab. Ja, wir haben noch so eine dabei, haben die anderen Teams wahrscheinlich auch, die man so ziehen kann. Ja. Die haben wir fast gar nicht benutzt, die ist so scheiße. Also entweder haben wir da so ein falsches Modell mitgenommen oder ich weiß nicht was, aber mit der kriegst du nichts runter. Okay, krass, die anderen haben es relativ gut benutzt, die Säge. Das war gar kein Bock mit der. Mm. Ach. Umfeld. Wow. Guck mal, das sind auch so mickrige Bäume dort, alles. Irgendwie ist es ein richtig doofer Spot. Baumfeld. Wundervoll. Dominik Rätsmann, die langsamste Säge Deutschlands. Ja, aber ich bin ja nicht die Säge, die gesagt hat, oh, ich kann nicht mehr.
Okay, dann noch den Wichser hier hinter uns. Boah. Den mach ich wieder. Boah, Digga. Was? Was denn? Boah. Schwindlig? Boah, was los? Oh, das Aufstehen gerade. Das ist zu schnell aufgestanden. Wo bin ich ein Rentner? No joke. Ich bin gerade fast so umgekippt. Dafür sitzen wir gerade aufstehen, Digga. Mir war kurz schwarz, Alter. Jesus, wir sind am Arsch. Boah, Bruder. Team Röntner. Haben Sie nicht versucht, den Spot zu wechseln oder wegen dem Moor etc. haben Sie es dann gelassen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, was soll ich denn aufpassen, Mann? Gute Frage. Ich muss ja irgendwie schon noch teilnehmen am Leben. Warum sind Sie sauer? Ich muss ja noch teilnehmen am Leben. Ich hab ja am ersten Tag gesagt, dass das oder das ein richtig geiler Spot zum Klippenspringen ist. Oh nein, oh nein, oh Gott, oh nein. Wäret auch, aber geht nicht, weil... Sehr gut. Das Wasser ist definitiv nicht tief genug und selbst wenn diese Steine weg wären, wäre es wahrscheinlich nicht tief genug, aber dann könnte man in so eine Art Bauchplatscher wahrscheinlich da reinhechten. Aber so geht das natürlich überhaupt nicht. Geht also leider nicht, der Sprung. Hätte ich gerne weggemacht. Wisst ihr noch, was Jan am Anfang, also Folge 1, für eine Energie stimmt, hatte? Stimmt, auch vitalisiert und alles, aber... Ich habe den Mann lange nicht mehr lächeln sehen. Das stand bitte doch gerade ein bisschen aus wie mein Opa. Gut, muss ich wieder auf den Rhein-Herne-Kanal zu Hause warten. Ich habe übrigens kein Auge zugedrückt heute Nacht. Also minimal ab und zu mal gepennt. Es war hey, willkommen zurück, Diva. Vielleicht gibt's auch irgendwie Uncut oder so. Gab's ja dann auch von der zweiten Staffel für die Staffel hier. Das wäre auch cool, weil ich finde... So ab, ich keine Ahnung, ab welcher Folge, aber es ist ja irgendwie jetzt immer dasselbe. Jeder baut jetzt bloß noch ein bisschen was an seinem Shelter, oder? Irgendwie ist es immer dasselbe. Trimax und Romatra gehen immer so ein bisschen scouten, jeden Tag in eine andere Richtung. Kevin und Dominik legen ein Stück Moos jede Folge ein bisschen mehr drauf. Es passiert irgendwie nicht mehr so viel. Und ich glaube, dass auch viel weggeschnitten wurde, damit es ein bisschen knackiger ist, ziemlich oder? Ziemlich kalt, hab Ultrahalsschmerzen. Ja, und die ganze Zeit im Kopf, was ich mir gestern halt für Gedanken gemacht habe. Also ich bin wirklich froh, dass ich so lange geschafft habe bis hier. Oh, die beiden gehen jetzt. Aber ich lag da gestern und habe gedacht... Teammeeting, Knopf wird gedrückt, wie ich gesagt habe. Was machst du hier? Verletzt du dich jetzt irgendwie selber, dass du denkst, du hast eine Verletzung und dann kannst du so hier raus. What? Und da dachte ich mir, okay, ich... Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber hier ist mein Ehrgeiz jetzt erloschen. Ich bin froh, dass ich es eine Woche geschafft habe, aber ich habe einfach keinen Ansporn mehr, jetzt noch eine Woche mich hier komplett durchzuquälen, weil das ist einfach nicht die Qual, die ich geil finde. Oh, das ist jetzt, ja, wäre ich jetzt Joey wäre viel besser gewesen ohne Teampartner, Staffel 2 Panama. Der Mann hätte durchgefetzt. Aber ich glaube nicht, dass er sauer ist, er wird Verständnis haben. Aber das ist sehr schade für Joey, ne? Ich habe jetzt so lange hier gekämpft für mich, bin da wirklich stolz drauf. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch eine Woche mich hier irgendwie durchfoltern sollte, dass ich das nicht, dass das nicht ich selbst bin. Soweit kann und will ich nicht gehen. Das wäre mir auch so unangenehm, das bei meinem Teampartner anzusprechen, der gerade noch überlegt hat, ob er jetzt noch eine Mauer in das, also um das Haus zieht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube auch, was Sora sagt, dass Joey weiß, was es für Stress und für eine Belastung ist und so. Das hat er ja schon gesagt, als Jan übelst einen Durchfall hatte, hat er auch gesagt, also Joey, er soll am besten gar nichts mehr machen, sich ausruhen. Joey macht das hier schon mit dem Shelter. Ich glaube, er hat das kommen sehen. Ich denke mit jeder Aktion, die ich hier mache, okay, das mache ich ausschließlich, damit die Sekunden verstreichen, dass es vorbei ist. Guck mal, wie verständnisvoll er auch zuhört. Da sehen wir nicht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der voller Lebensfreude ist, voller Stimmung, voller Hype. Ich habe immer Bock auf alles. Ich gehe die Sachen meistens mit absolutem Vollgas an. Und ich habe hier gemerkt, dass all diese Sachen erloschen sind für mich. Und den Zeitpunkt will ich
real zu mir selber sein und sagen, okay, gute Erfahrung, ich habe jetzt schon sehr viel gelernt, auch mit dir, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich nicht mehr weiterentwickle für mich selber, sondern ja, all meine Werte irgendwie verloren gehen innerlich. Und ja, deswegen ist für mich 7 Tage lang genug, vor allem in der Sache, wo ich 0,0 Erfahrung mit habe. Survival und hier so ganz einsam, also mit dir zu sein, das reicht mir. Du brauchst keine Survival Skills. Ich bin der Survival Skills. Es reicht, wenn einer das kann. Ja. Und ich habe die Erfahrung, ich habe diese Art von Geschichten so gemacht. Und deswegen, das ist uninteressant. Und du hast selber erzählt, Jan, ich rede mit dir einfach Klartext. Wir sind erwachsene Leute. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Du hast selber gesagt, dass du dich unfassbar freust. Ja. Du hast dich beworben. Ja. Du hast ein Video geschickt, wo alle durch die Decke gegangen sind. Ja. Du bist von 14 Meter hoch gesprungen ins kalte Wasser in der Nacht, wo du alles dunkel. Hä? Alle haben dich gefeiert. Fritz Manicke hat gesagt, er ist es. 90% haben gesagt, er muss kommen. Jan, du bist stark. Oh, doch kein Klingeln, wird doch weiter durchgezogen. Seven versus Wild Teams. Oh, wird doch durchgezogen, weil jetzt nochmal Mut, ja genau, der Mutzuspruch, ich kann es nicht aussprechen, Mutzuspruch. Doch kein Klingeln. Oh. Aber ich glaube irgendwie trotzdem nicht, dass sie es schaffen. Aber krass. Krasse Worte nochmal von Joey irgendwie. Weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ja, okay, verstehe ich. Wir gehen raus. Krass. Ich muss echt sagen, Joey ist der Hammer. Kloppt Steine, baut eine neue Höhle an den Strand und motiviert täglich seinen Mitstreiter. Das ist wirklich krass. Trotz seines Alters klotzt er fast alleine rein und rockt das Ding, Joey hat eine Energie, das ist unglaublich. Buddelt eine neue Höhle und wird nicht müde. Ja, das ist voll krass. Also wie gesagt, ich habe Joey vorher nie verfolgt, ne? Ich wusste nicht mal, dass der Mann so Survival-Sachen und so macht, aber er hat sich noch nicht einmal beschwert. Der Mann macht einfach weiter, der zieht seinen Partner mit da durch, das ist so krass.